Willkommen zu diesem Hollow Halls Guide. Für viele von uns haben sich die Hollow Halls als ja nicht ganz einfach herausgestellt. Und ich habe mir überlegt, was kann man wohl tun, um hier besonders gut durchzukommen. Und das wollen wir uns am Beispiel hier der letzten, der vierten Hollow Hall in den Kindle Wastelands anschauen. Was mir aufgefallen war, ist, dass ich relativ viele Nahkampfwaffen gefunden habe in den ersten Hollow Halls, die ich gemacht habe. Und ich dachte mir, das hat sicher einen Sinn. Und grundsätzlich ist es ja so, dass du bei Skeletten ganz gut auch mit Nahkampfwaffen durchkommst. Was ich also getan habe, ist, ich habe mir diese Waffen angeschaut und habe sie alle hochgelevelt. Und bin dann reingegangen erstmal in die erste Hollow Hall und habe ausprobiert, wie das Ganze funktioniert. Was ihr hier jetzt seht, ist allerdings schon Gameplay aus der vierten Halle natürlich. Und ich habe festgestellt, das funktioniert hervorragend. Ich habe sowohl die Einhand- als auch die Zweihandwaffen ausprobiert und beide funktionieren sehr gut gegen die Gegner hier. Ich persönlich habe letztlich die Einhandwaffen bevorzugt und zusätzlich noch den Flammenschild genommen. Aber mit einer Zweihandwaffe kommt ihr hier mindestens genauso gut durch. Und welche Waffen ich benutzt habe, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir jetzt die Waffen, die ich mitgenommen und getestet habe. Neben den üblichen Magiewaffen noch hier unten. Die hatte ich auch damit, die habe ich aber praktisch nicht benutzt. Ich habe mir einerseits ausgerüstet hier das Flammenschild. Das war das beste Schild, das ich hatte. Und die kann man auch in den Hollow Halls finden, auch schon relativ am Anfang. Das habe ich also ausgerüstet, weil es 66 Parierkraft bietet und ja, 15 Block. Dann haben wir hier die Einhandwaffen, die ich benutzt habe, das ist der Knochengeißel und das Schwert des Strahlens. Die haben sich beide für mich als besonders gut herausgestellt, um effizient und schnell durch die Hollow Halls durchzukommen. Und alternativ habe ich aber auch diese Waffen hier teilweise benutzt, wenn zum Beispiel die hier oben defekt waren, was schon relativ schnell auch mal passiert ist. Und die gehen aber auch sehr gut. Also die hatte ich sowieso schon. Es ist ja auch immer so ein bisschen davon abhängig, was man schon gefunden hat oder was nicht. Also das kann man auf jeden Fall hier auch mitnehmen. Und ja, ich fand jetzt zum Beispiel diese Eisklinge auch nochmal besonders gut gegen die Feinde in den Hollow Halls. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, diese Zweihandwaffen zu benutzen. Beide dieser Waffen habe ich in den Hollow Halls gefunden. Wobei den Unterkieferbrecher erst ganz am Ende eigentlich. Aber wenn ihr ähnliche Waffen habt in eurem Fundus, sage ich mal, dann können auch diese Zweihandwaffen sehr gut sein im Einsatz gegen die Feinde in den Hollow Halls. Diese Waffe hier ist sicher auch sehr gut. Die ist vergleichbar mit jener hier, wobei ich diese hier auch ganz am Ende erst gefunden habe. Also vermutlich die in der ersten Hollow Hall und die habe ich in der vierten gefunden. Zusätzlich hatte ich noch reichlich diese Schädelbeschwörungsgefäße dabei. Ich habe kein einziges Schädelbeschwörungsgefäß selber hergestellt, sondern ich habe einfach wirklich die mitgenommen, die ich immer wieder gefunden habe in den Hollow Halls. Also das, was ihr dort findet, während ihr die verschiedenen Hollow Halls erkundet, sollte eigentlich reichen. Was die Skillung angeht, habe ich meine Skillung, die vorher so ein eigentlich eher ein Mix war aus Magie und ein bisschen Kampf, habe ich komplett geändert. Das hat ja vorher gut funktioniert, aber für die Hollow Halls habe ich da einige Änderungen vorgenommen. Natürlich habe ich hier den Aufwind und den Doppelsprung geskillt, aber vor allen Dingen bin ich gegangen Richtung Kämpfer eben. Und habe hier einiges auch beim Athlet gemacht, zum Beispiel hier den Blutkrieger, um schneller Gesundheit wiederherzustellen. Und alles, was meinen Gegnern möglichst viel auch Schaden zufügen kann. Sprungangriff zum Beispiel, sehr nützlich. Dann haben wir hier
Die beim Barbaren haben wir hier den Blutrausch. Diese Dinge habe ich geskillt hier. Also um möglichst viel zusätzliche Stärke zu bekommen und zusätzliche Konstitution zu bekommen, also mehr Gesundheit, bin ich dann hier in diese Richtung gegangen. Und besonders hervorzuheben ist hier zum Beispiel die Kampfheilung, weil du damit sehr schnell während des Kampfes deine Gesundheit zusätzlich noch regenerieren kannst. Also das habe ich entsprechend umgebaut, um möglichst dann gut im Nahkampf klarzukommen. Und das hat sich als für mich wirklich erfolgreich erwiesen. Ich bin mit dieser Skillung wesentlich schneller durch die Dungeon durchgekommen und habe wesentlich weniger Schaden genommen als mit irgendeiner anderen Skillung. Was ich dann noch dabei hatte, waren natürlich entsprechend Tränke, insbesondere hier den Ausdauertrank, eben einfach um immer möglichst viel Ausdauer zu haben. Der vierte Dungeon ist so ein bisschen auch mit Miasma, das heißt, es kann durchaus hilfreich sein, etwas mehr Zeit im Miasma zu haben. Gesundheitstränke ist ganz klar, zusätzlichen Mana-Boost und die Glühwürmchen, das helle Irrlicht. Außerdem hatte ich dabei verschiedene Rollen, die ich jetzt allerdings aktuell aufgebraucht habe. Also insbesondere natürlich das Gebet der Flamme hatte ich dabei. Das habe ich jetzt leider nicht mehr, aber das kennt ihr sicher schon oder habt es schon irgendwann mal gefunden. Und ich habe auch ab und zu mal die eine oder andere Rolle benutzt, um dort gegen viele Kämpfer anzugehen. Was die Nahrung angeht, habe ich natürlich geguckt, was kann ich herstellen, was mir möglichst viel Stärke und Konstitution gibt. Und habe hier das offene Sandwich mitgenommen, den Räubusch-Tee für Kondition und Ausdauer, dann zusätzlich noch Yucca für Ausdauer und die Fruchtstößel, um mehr Gesundheit und Ausdauer zu regenerieren. Was ich noch dabei hatte, waren Ektoplasma-Suppen. Die habe ich jetzt aktuell auch gerade aufgebraucht und muss da erstmal nachproduzieren. Aber die hatte ich auf jeden Fall auch dabei. Ich hatte jetzt tatsächlich nur die einfache Variante dabei, aber wenn ihr entsprechend andere Materialien zur Verfügung habt, dann macht es sicher Sinn, die besseren Tränke hier mitzunehmen. Und die ziehen dir zwar Lebenspunkte ab, aber ich sag mal, der Schaden gegenüber den Erloschenen, der macht das auf jeden Fall wieder wett. Im vierten Dungeon werdet ihr einigen Schwierigkeiten begegnen, was ihr hier gerade sehen könnt. Ja, ihr müsst also mehrmals durch solche Bereiche fliegen, wie ihr eben gesehen habt, um woanders hinzukommen. Und ja, ich bin auch bei den ersten Versuchen, den Weg zu finden, jedes Mal gestorben. Aber im Grunde genommen muss man halt gucken, dass man nach Möglichkeit immer in einen Bereich kommt, wo, also man muss sich relativ gut dadurch manövrieren. Wenn ihr auf die großen Gegner oder wie hier auf die Endgegner trefft, dann versucht euch jeweils so auf einer Seite zu halten, dass ihr praktisch die Endgegner einzeln zu euch heranzieht und einzeln bekämpfen könnt. Das funktioniert ganz gut, sofern ihr nicht im Kampf auf beide Seiten kommt, werdet ihr mit dieser Taktik sehr gut die Gegner hier im Endkampf einzeln bekämpfen können. Es ist immer ideal, sich hier an diesem Skeletthaufen zu halten und den einzelnen Gegner hierher zu locken. Der bleibt da so ein bisschen drin stecken. Und wenn ihr euch immer in der Nähe seiner Beine aufhaltet, dann habt ihr eine sehr gute Chance, ihn relativ schnell zu erlegen. Auch wieder unter Mithilfe dieser Beschwörungskugeln. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe, dieser kleine Guide und die Tipps, die ich euch mitgegeben habe, können euch helfen, durch die Hollow Halls gut durchzukommen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.